Es muss natürlich nicht nur ein leichter, steiler Berg sein. Nein, es muss natürlich ein extrem steiler Berg sein. Anfahrt, Hügel, whatever. Bei gefühlten 20.000 Grad im Sommer. Und ein Schaltwerk, was voll im Arsch ist. Mann, ey. Vielleicht kriegt das gleich mit, wenn die Kette überspringt. Wenn die Zahnräder so abgenutzt sind. Ihr hört es allgemein. Das klingt, als wenn ich eine Hitsche fahre von 1710. Oh nein, da drauf. Das ist übrigens der zweite Anstieg. In diesem Sinne. 2 Kilometer weiter vorne hatte ich auch noch was ein, muss ich aber absteigen. Jetzt geht's wieder los mit dem Dampflok. Ja, das wird bestimmt gleich anfangen mit Knacken. Ich fühl's doch schon. Na komm schon. Eieiei. Oh, doch nicht. Oh. Übrigens. Heute ist die Nacht der Perseiden. Heute ist der 12.8. Könnt ihr euch merken für nächstes Jahr. Sollen wieder über die ganze Nacht über 100 Sternschnuppen sichtbar sein. Also wenn ihr Wünsche habt, legt euch raus, zieht euch dick an, nehmt euch einen Tee mit oder ein anderes warmes Getränk, Decke und Isomatte. Und dann hinlegen und den Himmel glotzen. Aber endlich mal ein Anstieg. Haben wir schon lange nicht mehr. Müsste jetzt normalerweise auch der letzte Anstieg sein. Zumindest von der Stärke. Oh, meine Beine sagen mir, nö, wir wollen das nicht mehr. Wir sind zwar warm, aber wir fühlen uns an, als wären wir gerade erst aufgestanden. Meine Lunge denkt sich nur so, Junge, 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 kann ich jetzt irgendwann mal Pause machen oder willst du noch mal 1000 Kilometer fahren? Oh, jawohl. Ja, ich fahre dann über Sommer da, Alperstedt. Erfurt. Und dadurch, dass ich das Kyffhäuser-Ding nicht mitgenommen habe, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich vorher noch duschen kann, bevor ich an die Nordwand gehe. Und das freut mich. Das freut mich richtig, muss ich sagen. Und ich kann die Wäsche schon gleich anschmeißen. Naja. Das wäre doch.